Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute live zur Online-Bürgersprechstunde aus Wurzen. Herr Buchter, schön, dass Sie bei uns wieder hier im Studio in Grimma sind. Sie hatten wieder die Möglichkeit, uns Fragen an bürgerdialog@muldenthal.tv einzusenden. Wir haben einige erhalten. Darauf werden wir auch eingehen. Vieles haben wir ja auch schon besprochen. Wir haben vor ein paar Tagen erstmals in Ihrer Funktion als Oberbürgermeister ein Neujahrsinterview geführt. Da ging es um den Ausblick. Sie können das gerne auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal noch einsehen. Viele Vorhaben. Dazu gab es auch einige Rückmeldungen. Wie haben Sie diese wahrgenommen? Also ich muss sagen, sehr positiv insgesamt. Also die Leute haben sich gefreut, tatsächlich mal einen Einblick zu bekommen, was wir eigentlich planen, was so gerade läuft, wo es auch Stellschrauben gibt, an denen wir sozusagen noch hantieren müssen. Aber es kamen natürlich auch noch ein paar Anregungen und Kritiken, also warum auch nicht, ne? An Baustellen mangelt es uns ja nicht, sage ich immer. Von daher bin ich da aber auch immer ganz froh tatsächlich, wenn wir da die Rückmeldungen bekommen, weil wenn man das Bewusstsein gar nicht hat, dass vielleicht ein Problem besteht, kann man es auch nicht ändern. Und von daher bin ich also für die erste Neujahrsansprache auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen. Das haben Sie sehr gut gemacht. Sie können das, wie gesagt, gern bei uns auf YouTube sehen. Einige konkrete Hinweise waren auch zum Thema Fußgängerwege. Ganz konkret ging es da auch um die Theodor-Körner-Straße. Einige Veränderungen wurden sich gewünscht. Was kann dort getan werden und auch in den anderen Fußwegen, die ja wohl scheinbar fehlen? Genau, also das muss man tatsächlich festhalten, dass wir einige Stadtteile haben. Gerade der Bereich, der angesprochen war, war ja eher aus dem Bereich Nord, sozusagen Richtung Innenstadt. Dort sind teilweise die Fußwege wirklich wie so eine kleine Huckelpiste. Wir haben auch Fußwege, die würde ich gar nicht so bezeichnen, dass sie sozusagen dafür gedacht sind, wo man wirklich als gerade älterer Mensch mit einem Rollator oder sowas sogar lieber auf der Straße läuft, damit man eben nicht darauf laufen muss. Und das haben wir aber erkannt und bisher war immer das Prinzip eigentlich, dass wir immer den Straßenausbau mit den Fußwegen verbinden. Und jetzt haben wir schon geschaut, dass wir eben bestimmte Abschnitte sozusagen voneinander entkoppeln, dass wir sozusagen Fußwege schon ertüchtigen, sozusagen unabhängig von dem Straßenausbau. Weil der ist natürlich meistens viel umfangreicher und teurer und da sind wir eben auf mehr Fördermittel auch angewiesen. Und da es dort tatsächlich immer, wie so überall, immer zu wenig Geld gibt, dauert das einfach länger. Und da gucken wir jetzt, dass wir sozusagen diese Abschnitte entsprechend priorisieren und dann auch nach und nach schon eher umsetzen. Eher heißt eventuell auch noch in diesem Jahr? Also in Teilen, also wir werden auf jeden Fall jedes Jahr Fußwege mit in den Plan reinnehmen sozusagen. Wie der genaue Ablauf ist, da sind wir noch in der Detailabstimmung, aber grundsätzlich sozusagen wird es jedes Jahr was passieren. Auf jeden Fall werden die Anregungen der Zuschauer ernst genommen. Das ist ja wunderbar. Wir haben eine konkrete Frage zum Weihnachtsmarkt bekommen. Nach 2 Jahren Pause fand dieser Jahr endlich wieder statt, allerdings ohne Pyramide und Wichtelhütte. Woran lag das und wie fällt das Fazit aus? Also das Gesamtfazit vom Weihnachtsmarkt fand ich trotzdem schön, einfach, dass man nach 2 Jahren wieder endlich gesellig beisammen sein konnte. Es gibt definitiv aber auch Verbesserungspotenziale, unter anderem, klar, was die Gestaltung angeht. Die Pyramide haben nicht nur einige Bürger vermisst, sondern ich denke viele und wir selber auch. Man muss ja aber tatsächlich sagen, sie war in der Form, wie wir es uns erhofft haben, einfach nicht einsatzfähig, sodass wir eben relativ kurzfristig dann die Info bekommen hatten, dass sie eben nicht kommt. Und haben uns jetzt aber auch dazu entschieden, dass wir insgesamt das Thema Märkte, ob das der Wochenmarkt ist, die Weihnachtsmärkte, der Ostermarkt etc., dass wir insgesamt uns das mal anschauen und dann auch mit dem jetzigen Betreiber und gegebenenfalls auch anderen Akteuren einfach nochmal ins Gespräch gehen, wie können wir die schicker gestalten vielleicht und natürlich auch durch mehr Händler und Teilnehmer sozusagen unterstützen, ja, sodass wir dann eben auch gegen Ende des Jahres sozusagen dort auch wieder vorwärts kommen. Freuen wir uns aber erstmal auf viele weitere Feste bis zu Weihnachten dann hin. Da haben wir noch ein Stück. Da haben wir noch einiges. Willkommen zum Wurzener Land. Wurzen war immer ein Vorreiter im Wurzener Land. Nach der Ablehnung der Wurzener Landwerke sprach Herr Lackwa laut Aussagen des Fragenstellers von tiefen Rissen im Porzellan. Wie geht es dort jetzt weiter im Wurzener Land? Grundsätzlich dennoch gut. Also das muss man einfach auch festhalten. Ich würde das eher so bezeichnen wie in einer guten Ehe. Da gehört auch ein guter Streit auch mal mit dazu oder eine Diskussionsgrundlage und dass man auch vielleicht mal nicht einer Meinung ist. Und hier hatten wir einfach die Situation, dass die Gemeinderäte von anderen Gemeinden mit den Stadträten sozusagen nicht einer Meinung waren. Und ich würde das aber eben nicht so bezeichnen, dass das Wurzener Land in irgendeiner Form in Frage steht. Also wir haben ja jetzt auch gerade heute, da kommen wir nachher noch drauf, auch zum Thema Muldentalkliniken auch wieder stark bewiesen sozusagen, wie wir da zusammenarbeiten. Und dass wir uns auch da gegenseitig unterstützen, hatten heute auch mehrere Gespräche zusammen, wo es um das Thema Energiewende bzw. auch Energieversorgung im Wurzener Land geht. Also wir gucken
dass wir die Themen sozusagen anpacken, dass wir da weiterhin zusammenarbeiten. Morgen sehen wir uns auch schon wieder. Also tatsächlich sind dann auch viele Themen, die wir jetzt angreifen und werden dann aber eben auch entsprechend berichten, weil das war ja auch so ein Kritikpunkt, der jetzt immer so mitgeschwungen ist, dass man gar nicht so richtig weiß, was wird denn da auf der interkommunalen Ebene entsprechend überhaupt geplant oder diskutiert, und man fühlt sich nicht so richtig mitgenommen, und das wollen wir natürlich auch verbessern, dass wir eben auch aufzeigen, wo sind eigentlich die Anknüpfungspunkte, und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das Wurzener Land auch weiterhin in guter Leuchtturm sozusagen für diese übergreifende Zusammenarbeit sein soll. Die Risse im Porzellan dann nur in einer Tasse, nicht im ganzen Service. Das auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Genau. Wir kommen jetzt tatsächlich direkt zu den Muldentalkliniken, was Sie angesprochen hatten. Diese hatten wir ja auch bereits im Neujahrsinterview zum Thema. Sie planen eine Einwohnerversammlung dazu. Können Sie dort schon mehr dazu sagen? Ja. Wie die allgemeine Stimmungslage auch gerade ist. Heute kam ja ein Schreiben der Bürgermeisterverein heraus. Ja, genau, da muss man ja kurz ausholen, also beziehungsweise ausholen nicht. Ich denke, dass die Klinikdiskussion als solches relativ bekannt ist und gerade auch, was den Standort Wurzen angeht, was die Veränderungen angeht. Und wir haben uns eben dort wirklich zusammengetan, nicht eben nur im Wurzenerland, sondern auch mit dem Partherland, die uns da eben auch mit zur Seite gesprungen sind und zur Seite stehen, dass einfach diese Perspektive nochmal aufgemacht wird, dass es eben nicht darum geht, einen Standort zu fokussieren, sondern dass wir wirklich als Landkreis hier zwei eigene kommunale Standorte haben, die beide für die Grundversorgung wichtig sind, die beide gestärkt werden müssen für die Langfristigkeit, und dass es sozusagen an beiden Standorten eben vorwärts gehen soll. Und das geht ganz gut voran. Dazu werden jetzt auch gerade auf politischer Ebene noch weitere Diskussionen geführt. Das muss man auch so sagen. Also es ist noch nichts entschieden, was vielfach sozusagen ja auch mal betont wird, sondern die Kreisräte sind dort noch in den harten Diskussionen und auch quasi die Aufsichtsräte. Jetzt direkt parallel, genau, jetzt auch gerade heute, genau. Und von daher bin ich natürlich dort auch ein bisschen aufgeregt und gespannt. Aber wir versuchen alles Mögliche sozusagen, um auch zu zeigen, okay, wir gerade in Wurzen versuchen eben auch den Kliniken dort beizuspringen sozusagen und dort eben entsprechend zu unterstützen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch noch für den 31. Januar noch einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für ein Nachbargrundstück, was uns gehört, werden wir noch fertig machen, wo es zum Beispiel um Erweiterungsflächen auch fürs Krankenhaus geht, Parkplätze etc. Also alles Möglichkeiten, damit einfach die Klinik tatsächlich in Zukunft Potenzial dort hat und gut aufgestellt ist. Und ich sage mal, gerade auch die neuen Bund-Länder-Finanzierungen haben dort jetzt einfach Möglichkeiten auch nochmal geschaffen, dass eben auch kleinere, ländlichere Standorte sozusagen erhalten bleiben können. Und da hoffe ich, dass eben auch die Kreisräte entsprechend das so mitnehmen und verstehen und entsprechend für beide Standorte dort sich aussprechen. Und die Einwohnerversammlung wird dann demnächst auch stattfinden? Genau, die Einwohnerversammlung, beziehungsweise ich nenne es mal Einwohnerinformation, die ist dann auch für alle Wurzener Landbürger sozusagen natürlich auch offen, wird am 4. Februar stattfinden im Schweizer Garten in Wurzen. Und dort werden verschiedene Fachpersonen vom Landrat über Landtagsabgeordnete, über den Herrn Bodendick als Präsident der Landesärztekammer und sowas, ich natürlich auch, werden dort entsprechend sprechen und vielleicht auch Klinikvertreter direkt, das müssen wir noch schauen. Aber dort werden dann die Details entsprechend noch kommuniziert. Wir warten jetzt erstmal ab, wie die weitere Diskussion ist, und werden das kurzfristig aber auch bekannt geben. Bleiben wir gespannt. Um 10 im Schweizer Garten. Genau, am 4. Februar. Welche weiteren Themen beschäftigen Sie aktuell noch? Ja, also ich freue mich jetzt erstmal auf Samstag. Da haben wir einen Bürgerempfang in Wurzen. Das ist sozusagen so angelehnt an die typischen Neujahrsempfänge. Allerdings haben wir die komplett Ausrichtung nur auf das Ehrenamt diesmal. Also das heißt, klar, neben ein paar politischen Vertretern haben wir die komplette Vereinslandschaft von Wurzen eingeladen, mit uns sozusagen diesen Nachmittag zu verbringen. Also es sind rund 200 Teilnehmer sozusagen bei der Veranstaltung. Und dort wird dann auch der Ehrenamtspreis vergeben. Wer den kriegt, kann ich natürlich noch nicht verraten, aber ich denke, darüber können wir dann auch im nächsten Beitrag entsprechend berichten. Aber da freue ich mich natürlich auch drauf, dort zum einen natürlich einen kleinen Rückblick, aber auch mehr einen Ausblick zu geben, auch was das Gemeinschaftsgefühl angeht, wie wir besser zusammenarbeiten können und was auch für Projekte vielleicht noch anstehen teilweise. Und ja, einfach auch einen schönen Nachmittag zu verbringen. Wir wollen einfach diese Veranstaltungsprofile auch ein bisschen schärfen, sodass wir vielleicht oder relativ sicher dann auch mit der Standortinitiative noch was für die Unternehmerschaft machen, gemeinsame Veranstaltungen und auch in dem Jugendbereich etc.
So ist dann der Plan. Stehen noch weitere Veranstaltungen in nächster Zeit an. Genau. Die AG Innenstadt sitzt nächste Woche wieder zusammen, wo übrigens auch gerne immer noch Händler oder Akteure, die in der Innenstadt was machen wollen, gerne gesehen sind. Und wird das nächste Nachtshopping unter anderem mit vorbereiten und natürlich auch wieder überlegen, was ist dieses Jahr noch Thema, wie kann man die Innenstadt insgesamt beleben. Es sind ja auch schon ein paar schöne Sachen in der Pipeline. Neben dem Nachtshopping ist am 13. Mai auch ein Wenzelsleigassenfest geplant mit der zweiten Kreativmesse, die letztes Jahr in der Wenzelsleikirche war und auch wieder dort sein wird. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und dann haben wir noch ein großes Thema, was, denke ich, inzwischen quer durch die Bevölkerung geht, und zwar das Thema Fachkräfte. Da ist jetzt Anfang Februar auch nochmal eine Besprechung, zusammen auch wieder mit der Standortinitiative oder über die Standortinitiative, wo man einfach jetzt schauen will, dass wir endlich im Wurzlandland auch wieder eine Berufemesse sozusagen hinbekommen, wo man aber nicht nur Ausbildung und Studium sich informieren kann, sondern wirklich als Neueinsteiger, Quereinsteiger, Rückkehrer, Zuzügler, was auch immer, dass man einfach schauen kann, welche Jobs, welche Berufsprofile gibt es im Wurzlerland. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt und hoffe, dass wir das sozusagen wirklich auch sehr zeitnah dann entsprechend umgesetzt bekommen und einfach den Menschen zeigen, was haben wir eigentlich im Wurzlerland alles zu bieten, weil die meisten tatsächlich, auch die Wurzner eingeschlossen, wissen überhaupt nicht, was im Wurzen an Unternehmen eigentlich vorhanden ist und was wir für ein unheimliches Potenzial da auch haben. Das zeigt, dass das Wurzner Land ja auch dahingehend sehr gut zusammenwirkt. Ja. Es stehen also einige Themen auch an. Über allem steht jetzt sicherlich erstmal die Entscheidung, wie es mit den Muldentalkliniken weitergeht. Dahingehend werden wir definitiv auch berichten. Damit sind wir am Ende dieser Online-Sprechstunde für den Monat Januar. In dieser Form findet es dann wieder am dritten Donnerstag im Februar statt. Das ist der 16. Februar um 17 Uhr. Schicken Sie uns gerne Ihre konkreten Themen an bürgerdialog@muldental.tv und Sie erhalten dann die Antwort aus erster Hand. Jawohl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, einen schönen Abend. Ebenso. Tschüss.